Ja, hi. Ich hatte es ja schon angekündigt. Ich wollte euch ein bisschen was über inkrementelle, gepackte und verschlüsselte Backups mit Duplicity und Duplicity Backup.sh vorstellen. Warum Backups? Ich habe es vor einiger Zeit bei meinen Großeltern gehabt und die meinten so: Ach, damals in deinem Alter, da haben wir gerade unser Haus renoviert. Ich zeige dir mal ein paar Fotos. Sind dann in ihren Kleiderschrank gegangen, holten einen Schuhkarton mit Fotos raus und haben mir dann Fotos gezeigt. Und dann denke ich mir halt so: Naja, du machst jetzt auch viele Fotos und vielleicht, wenn du da doch irgendwann mal Enkel hast, willst du denen die vielleicht auch mal zeigen können. Vorausgesetzt, ich habe da noch ein Gerät, um sie zu lesen. Brauchst du Sollte noch einen ich. Schuhkarton? Das ist der Trick. Dann will ich die aber zumindest noch haben, die Daten. Genau, deswegen empfinde ich Backups halt schon irgendwo als wichtig. Kann halt jeder mit umgehen, wie er möchte. Meistens ist es dann hinterher so, die interessanten Daten fehlen dann halt doch einfach irgendwann. Genau. Ich habe einige Zeit mich umgesehen, was möchte ich für ein Backup-System eigentlich nutzen, was bietet sich da an und bin dann irgendwann auf Duplicity gestoßen. Ja, vielleicht gerade noch mal kurz mal eins meiner Beispielprobleme. Mein Mail-Server sind irgendwie 1,7 Gigabyte, das ist erstmal nicht viel, sind 25.000 Dateien, das ist schon mal ein Wort. Und von denen hätte ich jetzt zumindest noch mal eine Kopie auf einem anderen Serversystem, am besten bei einem anderen Hoster, irgendwo weiter weg, falls dann doch mal die Bude abbrennt, dass ich zumindest die zweite Kopie noch habe. Ganz einfacher Ansatz, per Rsync könnte ich natürlich probieren, einfach alle Dateien synchron zu halten. Bedeutet aber im schlimmsten Fall, ich muss halt für jede Datei einmal kurz gucken, hat die sich geändert, also zumindest nach Datum und Größe vergleichen und kann dann halt eine Kopie erzeugen, wenn ich muss. Naja, was ist jetzt, wenn ich auf meinem Mail-Server eine Datei lösche oder eine Mail, lösche ich die dann auch im Backup oder behalte ich die da? Wird das Backup dann inkonsistent? War das Löschen vielleicht nicht absichtlich? Und wie ist das jetzt mit Verschlüsselung? Gut, ich meine, jetzt 1,7 Gigabyte ist jetzt kein Problem, aber wenn ich jetzt mir Fotos begucke, ich habe in meinem Leben noch keine hochwertige Kamera besessen, habe aber trotzdem irgendwie was um 100 Gigabyte Fotos und ein paar Videos dazwischen, die ich behalten möchte. Vielleicht landet man doch irgendwann dann bei Amazon S3 oder ähnlichem und möchte seine Daten doch mal woanders hinschieben können. Ja, was kann jetzt Duplicity davon? Duplicity macht für uns ein inkrementelles Backup von Daten, die wir lokal haben. Das heißt, von den Daten, die wir haben, werden nur Änderungen am Ziel gespeichert. Duplicity hält sich dafür aber eine lokale Kopie der Metadaten. Das heißt, welche Daten hat es beim letzten Angucken lokal gesehen und welche Metadaten hat es remote liegen gehabt? Also welche Dateien liegen da? Das heißt, es kann lokal, ohne irgendwie über das Netzwerk Traffic machen zu müssen, entscheiden, ob ich eine Datei sichern muss oder nicht. Beim lokalen Löschen bleibt die Datei im Backup erstmal erhalten, wobei sie natürlich in der Frontansicht für das letzte Datum dann als gelöscht markiert ist. Ich kann verschlüsseln oder Signaturen mit PGP machen, oder ich kann das Ganze einfach per Passphrase verschlüsseln oder es halt einfach gar nicht verschlüsseln und trotzdem wegschieben. Und Dateiablage auf oder über allem, was irgendwie interessant ist, um Daten zu übertragen. Ja. Duplicity selber ist ein ziemliches Monster. Also ich habe es mal probiert, eine Zeit lang selber zu interfacen. Das funktioniert auch. Da lief auch eine ganze Zeit meine Backups ganz gut mit. Ich bin nach einiger Zeit dann aber irgendwann auf Duplicity-Backup.sh gestoßen. Das ist nochmal ein Wrapper um Duplicity selber. Und das vereinfacht die Schnittstelle einfach nochmal ungemein. Man hat dann eine zentrale Konfigurationsdatei für jedes Backup, das man erzeugen möchte. Also irgendwie ein Verzeichnis an einen Ort. Das legt einem die Logfiles sinnvoll ab. Das kümmert sich um Mailversand, dass man auch informiert wird, ob es geklappt hat. Es räumt automatisch alte Backups auf, wenn man sagt, alles, was älter als 14 Tage soll, bitte dann auch weg. Und das heißt dann natürlich auch, also das heißt aufräumen alter Backups. Das heißt, nach 14 Tagen fange ich eine neue Folge von inkrementellen Backups an. Das heißt, da muss ich einmal alles übertragen. Und vielleicht sage ich dann, gut, davon möchte ich noch 5 Kopien in die Vergangenheit haben. Dann habe ich irgendwie 2,5 Monate. Und alles, was noch älter ist, das kann ich dann auch wirklich mal wegwerfen. Ja. Was Duplicity Backup auch kann, ist einen Stand wiederherstellen. Einfach nur durch Angabe des Config-Files und eventuell des PGP-Keys, den ich dafür brauche, oder meiner Passphrase, kann ich halt auch Daten aus diesem Stand wiederherstellen, ohne jetzt irgendwie mit Duplicity in der Kommandozeile Dinge tun zu müssen. Was man dafür benötigt, ist auch relativ übersichtlich. Man braucht ein möglichst aktuelles Duplicity. Kleiner als die Version würde ich nicht machen. Die hatten einige echt viele Bugs, gerade wenn man mit SFTP arbeiten möchte oder SSH. Die Python-Module als Unterstützung für das SFTP-Backend. Das ist der Einsatz, den ich typischerweise bei mir habe, also Datenübertragung auf SFTP.
Ablage. Da plötzlich der Backup.sh kriegt man bei GitHub. Ja, und man muss halt irgendwie Speicherplatz haben, wo man das Ganze hinlegt, sonst ist das ziemlich witzlos. Genau, dann, wie wird es dann gemacht, ist relativ übersichtlich. Ich richte mir erstmal mein Setup ein, installiere die Pakete, besorge mir das Duplicity Backup SH. Sollte dann testen, dass der Zugang auf meinen Remote-Speicherplatz funktioniert, ohne dass ich ein Passwort eingeben muss. Bei FTP kann das heißen, man gibt das Passwort in der Konfigurationsdatei mit an. Bei SFTP sollte es dann typischerweise quasi per SSH ohne Eingabe eines Passworts funktionieren, dass das Ding halt auch hinter einem Cronjob in Ruhe laufen kann. Dann call ich noch einmal Duplicity Backup SH mit der Konfigurationsdatei und -b für ein Backup. Und naja, dann läuft das Ding los und macht ein Backup. Das kann man jetzt auch im Cronjob anlegen und dann kann man nachts einiges ruhiger schlafen, finde ich. Ja, soweit dazu. Wenn jetzt noch Interesse ist, würde ich kurz noch erstmal Fragen beantworten. Ich habe mal eine Frage. Ja. Du sagtest, nach 2 Wochen oder wenn man es eingestellt hat, macht es dann quasi ein neues Vollbackup. Ja. Das ist ja eigentlich nur nötig. Also die Frage, überträgt es wirklich alles oder kopiert es die Remote quasi aus der Summe aller differenziellen Backups zusammen und vergleicht maximal? Oder wie macht es das? Oder überträgt es wirklich alle 2 Wochen alles, was man... Das wird dann wirklich alle 2 Wochen alles neu übertragen. Das heißt, wenn ich die 100 GB von meinen Fotos damit sichern, würde ich halt nicht sagen, mach's alle 2 Wochen neu, sondern wird dann wahrscheinlich das Level da einfach auf, mach's immer nur inkrementell setzen. Weil im Prinzip würde es ja reichen, dass die Daten remote zusammenzubasteln und vielleicht nochmal zu checken oder so. Ja. Weil das müsste ja das Gleiche sein, aber... Das kommt aufs Backend an, was du nutzt. Genau, also bei einem FTP-Backend, wo ich halt wirklich nur Dateien hinlegen und Dateien von da holen kann, funktioniert es nicht. Wenn ich SSH habe, ja, also kann ich auch SSH ablegen, dann kann ich sicherlich mehr machen. Aber Duplicity unterscheidet da nicht. Das kopiert dann wirklich stumpf alles neu rüber. Ich wage jetzt mal das Blaue, ohne es jetzt nachgeguckt haben zu sagen, dass das aber garantiert irgendjemand schon mal sich gebastelt hat. Ja. Dass er das im Zweifel halt vorbereitet. Weil technisch spricht er ja eigentlich nichts gegen. Ja. Genau. Ich habe also bei mir auch einige Backups laufen, die laufen mit 90 Tagen ohne neues inkrementelles Backup. Und auch wenn du am 90. Tag in das Backup reinguckst, kommst du immer noch zügig an alle Datenstände ran. Das ist, glaube ich, nur so ein bisschen für das Convenience-Gefühl, dass man da jetzt nicht ewig lange Ketten hat, um auf irgendwelche Daten zuzugreifen. Weil das dann halt irgendwann die Wahrscheinlichkeit erhöht, wenn einer der Zwischenstände mal kaputt ist, dann ist vielleicht auch mein zukünftiger Stand nicht rekonstruierbar. Was kannst du? Also Part 2 dieser Visionen-Decoder. Kannst du alle Daten für die Backup anlegen, sodass du jetzt vielleicht die Architekturen sind kaputt oder sowas, die hast du nicht mehr. Unterstützt das Duplicity auch schon? Ja, okay. Dann macht das Duplicity Backup wahrscheinlich einfach das noch nicht. Das ist nur ein Schalter beim Duplicity. Ja, gut, dann kann man es ihm auch mitgeben, weil ich meine, wir können auch mal hier rüberspringen, falls die Session noch läuft. Ja, sieht gut aus. Ich habe hier mal einen vorbereitet, wenn wir mal reingucken können. Kommentare, die muss man nicht lesen. Ja, das ist richtig. Das macht es nicht besser, oder? War das sinnvoll umzustellen im Doppelpunkt Syntax disable. Syntax off hatte ich hier vorne. Ah, okay. Ja, genau. Also das jetzt Duplicity Backup SH, also das Config-Skript für den Wrapper sozusagen. Ich kann das auch ein bisschen größer machen, dann wird es ein bisschen böser. Genau, letztendlich, erster Abschnitt ist, was ist Konfiguration? Gut, das hat jetzt auch keiner gelesen, was ich für ein Passwort angegeben habe. Wie gesagt, man kann auch PGP-Keys angeben, also hier den Fingerprint davon. Dann findet er die, wenn die in der lokalen Datenbank sind. Was haben wir noch, was interessant ist? Genau, hier nochmal eine Übersicht, was für Backends können wir. Wir werden jetzt gleich eine Kopie direkt in mein Home machen, was jetzt irgendwie nicht so sinnvoll ist auf dem gleichen System. Aber zum Zeigen soll das an der Stelle mal reichen. Man kann jetzt noch Include-List, Exclude-Lists angeben, welche Dateien vielleicht mit sollen oder nicht mit sollen. Genau, hier die Options, wann möchte man Backups vielleicht wieder neu fahren, wie soll er aufräumen. Weiter unten kommt jetzt noch ein bisschen was zu E-Mailing und Logging und das war es dann im Prinzip schon.
Ja, und das Ausfüllen ist dann halt entsprechend wenig spektakulär. Oh, es geht natürlich nicht, das ist ja cool. Sudo, ja, das ist wahrscheinlich sinnvoll, das ist richtig. Mensch, kaum macht man es richtig, will es jetzt funktionieren. Muss ich mal kurz überlegen. Tada, das war's. Ist natürlich auf einem Demosystem irgendwie wenig interessant, ETC zu sichern, weil auch einfach nicht viel passiert. Das heißt, wir haben jetzt hier im Target halt die Duplicity-Dinge, die er reingebaut hat. Mal schauen, ist das irgendwie schon mal gelaufen heute? Okay, erstmal die Uhr geht nicht richtig, wie sie aussieht. Genau. Ja, er hat jetzt hier halt hat hier den Teil ist hier die komplette Sicherung, die er gemacht hat, also getart und dann geschlüsselt. Und er legt dann halt auch nochmal die Signaturen dazu, also die Metadaten, damit er weiß, was da liegt, damit er die auch holen kann, falls er sie lokal nicht gecached hat. Ja. Falls man das Backup natürlich per PGP verschlüsselt und das Backup von seinem Home macht, sollte man natürlich auch irgendwo seinen PGP-Key im Private liegen haben. Ja. Nur so als Hinweis. Sonst hat man... Aber nicht verschlüsselt. Aber ich habe mir da letztens schon mal Gedanken darüber gemacht, wie ich das machen würde. Für den Fall gibt es, glaube ich, natürlich Paper-Key, also Update und zwar Paper-Key. Und das zieht nur die wirklich kritischen Daten aus. Cool. Hm. Ja, ich habe das halt auf einen USB-Stick gezogen und den USB-Stick in ein Schließfach gelegt. Da ist die Papiervariante wahrscheinlich irgendwie ausdauernder. Die Flash-Dinger halten nicht. Ja. Ja, Papier hält auch nicht ewig. Länger. Also in einem klimatisierten Schließfach in einer Bank vielleicht. Aber ja. So ein Schießer. Ja. Genau, und wer kann sich in 10 Jahren noch QR-Codes geben? Das könnte eher das Problem sein, das ist richtig. QR-Codes doch einfach. Die angucken, wenn ich es mal sagen ja. Ja. Wobei das natürlich immer so die spannende Frage ist, wenn ich jetzt natürlich Keys habe für meine Backups, ich muss ja auch an den Backup-Ort noch irgendwie kommen, also will ich wahrscheinlich auch noch mal irgendwie einen Key haben, um das SSH dafür zu haben, das SFTP, und das muss halt auch noch sicher abgelegt sein, ja. Und am besten halt auch irgendwie nach der 3-2-1-Regel. Was ist denn die 3-2-1-Regel? Solltest drei Kopien haben deiner Dateien. Zwei On-Site, eine Off-Site. Ah. Ganz grob. Das ist die Lösung ohne Passwort. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich natürlich so meine E-Mails sichere, habe ich nur zwei Kopien genau genommen und davon eine Off-Site. Man muss halt immer sehen, wie viel Aufwand möchte man treiben. Gerade je nachdem, wie viel man dem anderen Storage, wo man das hinlegt, vertraut. Wenn ich halt Amazon S3 nehme mit dem Premium-Ding, was irgendwie 99,6 mal die 9% Ausfallsicherheit garantiert und das zusammen mit einem normalen System, da ist man schon in Bereichen, ich glaube, da sind die Fotos von meinen Großeltern in dem Schuhkarton weniger gut vor Feuer geschützt. Und daher, ja. Da kann man ja aber die Verpackung relativ einfach ändern. Statt Schuhkarton Keksdose. Oh, ja. Ja. Das funktioniert. Darum komme ich drauf. So selektives Wiederherstellen von den Backups. Ja. Dass man alles wieder. Also du kannst, wenn du einen Config-File hast noch, kannst du halt sagen, einmal gib mir doch bitte alle Dateien, die zu einem bestimmten Stand drin sind, restore mir einzelne Files, restore mir alles in einen Path, ein Unterverzeichnis in ein Verzeichnis und das zu einem gewissen Zeitpunkt. Terminierung von Dateinamen.
Also es war zum Beispiel mal so im CD-IO oder ARC-IO drin, du konntest ja Inhalte von Dateien, von Archiven ausgeben lassen, sogar null terminiert, du konntest die aber nicht wieder reingeben, um die zurückzuspielen zu lassen. Ja, also das heißt, welche Anforderungen muss ich an die Dateinamen haben, damit nicht auf einmal das Backup-Programm abkackt. Denn du hast ja normalerweise so gut wie keine Einschränkungen für reguläre Dateinamen. Ja, und das heißt, ich will irgendwo irgendwas haben und nicht irgendwelche seltsamen Dateinamen, wo dann vielleicht irgendwo etwas außer dem Slash und noch Null Byte drin ist und dann das Ding abkackt und ich nicht mehr rankomme. Und dann, ja, das hatte ich schon. Also ich habe damals bei IFU was, glaube ich, irgendwas reingepatcht, damit man auch wirklich so eine Sachen wieder robust machen konnte. Muss ich an der Stelle passen, weiß ich nicht. Shogakan, hast du da was zu gefunden? Also letztendlich ist das eigentlich ein Tar, was GPG verschlüsselt ist. Und selbst wenn mit dem Backup, was da produziert ist, das Duplicity dann einfach nicht mehr klarkommt, ist das Dateiformat auch nicht so überkomplex, dass ich selber händisch was meiner Sonne. Und die Zeit von der Frage, die Chancen auch ein bisschen größer sein, dass sowas funktioniert. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob man wirklich das. In Zeiten von UTF-8 könnten die Chancen etwas größer sein, dass sowas funktioniert. Häufig scheitert es zwar am Anzeigen, aber rein und raus kriegt man die Sachen meistens. Ja.